ich bin beeindruckt über die große Aussagekraft einer Demonstration der Menschen in der Vulkaneifel hier in Daun zum Erhalt ihrer letzten Geburtshilfe hier in der Region Vulkaneifel. Ich denke, so viele Demonstrationsteilnehmer hat man hier in Daun nie gesehen. Die Vulkaneifler sind eigentlich recht ruhig und gelassen und sehr schwierig zu beunruhigen. Aber hier wird ein Thema berührt, was die Wurzeln der menschlichen Daseinsvorsorge, nämlich die Menschwerdung, die Gesundheit von Mutter und Kind berührt. Und da fühlen wir uns in doppelter Hinsicht betroffen. Zum einen fällt hier eine Geburtshilfe weg, zum anderen ist es auch noch die letzte Geburtshilfe im Umkreis von 40 bis 50 Minuten Fahrzeit. Und ich mag mir nicht vorstellen, was gewährleistet werden muss, um hier den Wegfall der Geburtshilfe in Daun zu kompensieren. Diese große Anzahl der Menschen, die hier in Daun die Straßen gefüllt hat, verdeutlicht ganz klar, dass die ländliche Bevölkerung hier in der Region aufgewacht ist, ein Bewusstsein entwickelt hat für ihr geliebtes und geschätztes, hochkompetentes Maria-Hilf-Krankenhaus in Daun, was wir gerne unterstützen, begleiten, stabilisieren würden und wo wir gerne unsere Hand ausstrecken, um jede uns machbare Form an Hilfestellung wirksam werden zu lassen, um dieses Krankenhaus in die Zukunft zu begleiten.